Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal zwei Sachen. Ich habe einen Gastpart bei Just Nero gemacht. Das Video ist unten verlinkt für euch, falls es euch interessiert. Und ich habe eine Frage an euch. Wäre es für euch okay, wenn ich in Zukunft auch einen Patreon-Account mehr mache? Wenn das okay ist für euch, macht mal den Hashtag Patreon unten rein. Mich würde es wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Man kann mich dort dann unterstützen in Zukunft. Ich würde gerne mein YouTube-Equipment in Zukunft ein bisschen mehr Geld investieren. Leider habe ich als Student nicht so viel Geld zur Verfügung. Ein PC wäre vonnöten, um auch später mal streamen zu können für euch. Also es kommt euch auch zugute, also die, die mich mögen und gerne Streams sehen wollen, dann wäre das schon ziemlich cool. Dann könnte ich da vielleicht was rein investieren in Zukunft oder eine neue Kamera und Co. Mir davon kaufen. Das wäre schon eine ziemlich coole Geschichte und ist ja auch eine freiwillige Sache. Von daher wäre das ziemlich cool von euch, wenn ihr dazu was sagen könntet. Wäre auch okay, wenn ihr negativ eingestellt seid und sagt, das ist jetzt ein bisschen too much. Ich gehe auf eure Kommentare auch immer ein, das wisst ihr ja. Würde mich nur mal interessieren, was ihr dazu sagt. Kommen wir auch schon zu Simon Desio, dem Clickbait-King. Eigentlich kann man jede Woche ein Video zu ihm machen und der hat wieder den Vogel abgeschossen mit seinem neuesten Video, in dem er einen Porsche an seine Freundin schenkt und sie auch weint. Das muss er natürlich auch in Klammern in den Titel reinschreiben. Das Ganze ist aber ein Prank und das steht wieder nicht im Titel drin und das kotzt mich langsam wirklich ziemlich an. Und ich bin auch nicht der Einzige, den das ankotzt, weil mir wurde das zugeschickt, das Thema, und dafür vielen Dank. Also ihr könnt mir in Zukunft auch gerne immer Themen zuschicken, da freue ich mich immer riesig drüber. Dass Simon Desio auch zu den YouTubern gehört, die in einer Phase, wo man nicht viel mit YouTube verdient, wie zum Beispiel im Januar, Februar, wo die Werbeeinnahmen geringer sind, einfach nichts hochlädt, ist einfach eine Frechheit, wie ich finde. Und dass der mit dieser Reichweite von 3 Millionen Leute so umgeht, finde ich auch absolut schäbig. Ich würde mir so scheiße vorkommen, wenn ich als YouTuber mit so einer Reichweite einfach monatelang nichts hochlade, nur weil man in der Phase vielleicht weniger verdient. Ich würde zumindest einmal in der Woche einfach mal was hochladen, um einfach den Fans irgendwie auch eine Unterhaltung zu bieten und auch das zu rechtfertigen, dass ich 3 Millionen Abonnenten habe. Daran sieht man einfach perfekt, dass überhaupt keine Passion mehr hinter den Videos steckt, was ich sehr schade finde. Es ist auch überhaupt kein Problem für mich, wie gesagt, dass man mit YouTube Geld verdienen möchte. Und er kann meinetwegen auch 1 Million oder 10 Millionen im Jahr damit verdienen, überhaupt kein Problem für mich, weil er noch bitte mit Content, der auch ein bisschen Hand und Fuß hat und vielleicht auch mit Videotiteln, die mit dem Videoinhalt auch was zu tun haben. Ich denke, in Zukunft wird es auch ein Video die Wahrheit über Simon Desio geben. Der Kanal bietet sich einfach prima dafür an. Und ihr könnt mir auch immer gerne Videothemen in die Kommis unten reinschreiben, egal ob es Promi, YouTube oder aktuelle News sind, ganz egal, schreibt die einfach unten rein, bin immer für Videothemen offen, egal was, schreibt das einfach unten gerne rein, ansonsten auch gerne bei Instagram oder Twitter, seid nicht zu zaghaft, das haben jetzt einige sich mal getraut, fand ich super von euch, der Name Setzbeke wurde auch genannt, vielleicht wird das Video für Sonntag um 11 Uhr werden, wenn ihr das so wollt, dann schreibt das auch gerne unten rein, ansonsten, wie gesagt, auch gerne andere Vorschläge. Und dann gucke ich mal, was so möglich ist bis Sonntag um 11 Uhr. Und vielleicht passiert ja auch noch was Krasses auf YouTube Deutschland, dass ich dann wirklich krass schnell auch reagieren muss. Ansonsten macht mal den Hashtag aktiv unten rein. Falls ihr wirklich bis zum Ende geguckt habt, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und ciao, ciao.